Ja, jetzt heiße ich Olga Salman, aber geboren bin ich Pauls und geboren bin ich in Kasachstan, in der Verschleppung, was ich damals natürlich nicht wusste. Die Eltern haben sich nie beschwert. Ich habe eine sehr gute Kindheit gehabt, weil ich nicht wusste, dass es viel besser sein könnte. Und irgendwann sind wir dann nach Lettland gezogen, weil der Vater herausgefunden hat, dass man aus Lettland nach Deutschland kommen kann. Da habe ich geheiratet und sind wir dann, nur 20 Jahre sind vergangen nach Lettland, dann bin ich in Deutschland doch gelandet. Jetzt habe ich 2 Kinder, 7 Enkelkinder, wo ich sehr stolz bin natürlich. Hätte ich nie gedacht, dass meine Kinder so in den Geschmack kommen. Aber wahrscheinlich ist es, weil wir auch sehr gut zusammenhalten und weil wir auch sehr viel unterstützen, wenn man mit dem Geld nicht unterstützen kann, aber man kann die Zeit investieren. Das ist heute eigentlich das Teuerste, was es gibt. Also die Eltern haben sich nie beschwert. Und ich wusste nur, dass wir immer abgestempelt sind als Deutsche. Und wenn ich in die Bibliothek ging, das war eine sehr kleine Bibliothek, dann hat man immer gefragt den Namen. Und wenn du jetzt einen deutschen Namen hast, Pauls, dann durfte ich nur diese oder diese Regale betreten. Und andere Bücher durfte ich nicht. Aber natürlich haben wir als Kinder uns immer ausgetauscht. Und für uns war das, wenn du immer in so einem Kreis sich drehst, dann denkst du, dass es so sein muss. Und wenn man den Russen eine bessere Noten gestellt hat, und das war ein russischer Lehrer, dann ist es gut. Aber wir haben Glück gehabt, dass da auch sehr viele Juden waren, sehr viele. Der Arzt, der Lehrer, der Musiker. Und von denen haben wir dann auch viel gelernt. Aber die haben uns dann mit sehr vielen Büchern auch versorgt, haben viele auch Fotos gemacht, weil wir auch jetzt noch immer haben. Und die Oma hat sogar eine Bibel gehabt, die sie sehr, sehr versteckt gehalten hat und niemand musste das wissen. Und Oma konnte eigentlich nicht Russisch sprechen. Und wenn zu mir Besucher gekommen sind von Kindern, dann ist die Oma reingekommen und mit sehr schlechtem Russisch hat sie was gesagt. Und ich habe gesagt, Oma, ich schäme mich, ich gehe doch nicht rein. Und natürlich waren bei uns russische Freunde. Und dann hat Oma gesagt, wartet mal ab, da kommt so eine Zeit, ihr werdet euch schämen, dass ihr nicht Deutsch kennt. Sind nur 50 Jahre vergangen und ich habe mich wahnsinnig geschämt, dass ich wirklich nicht Deutsch kann. Es war wirklich so. Aber als wir nach Lettland kamen, dann war das Spieß ganz umgedreht. Also die Letten haben die Tür aufgemacht, die haben sich gefreut und plötzlich dachte ich, oh, Deutsch ist gar nicht so schlecht zu sein und man muss sich nicht schämen, man muss, kann das auch sagen. Und also in der Arbeit und überall habe ich mich da viel wohler, also wir alle viel wohler gefühlt. Deutsche Literatur oder was könnte man in Kasachstan fast nicht finden, aber in Lettland habe ich dann angefangen, sogar Zeitungen konnte man aus der DDR haben, fast bezahlt oder schwarz oder Schokolade oder was. Und da konnte man sich, und Lettisch ist ja absolut deutsches Alphabet, also langes A. Und deswegen kann man lesen und kann man fast alles verstehen und da war der Beginn von der deutschen Sprache. Für mich war das viel leichter, weil wir jetzt eine Brücke schon gehabt haben. Wir sind aus Kasachstan nach Lettland und Riga ist die Perle von ganzen Sowjetunion. Also wenn jemand was wollte, Riga, das war fast wie Ferge, wie Deutschland. Und da ist alles in Deutsch, also ich könnte alles lesen, vielleicht nicht alles verstehen natürlich, aber viele sind ja gemischt und die haben sich dann so russisch umgestellt auf Russisch, dass sie überhaupt nicht Deutsch könnten. Und bei mir war auch der Schwiegervater, auch die Schwiegermutter, die haben nichts dagegen gehabt, dass ich Deutsch spreche und haben sogar das unterstützt. Und als ich nach Deutschland kam, konnten die Kinder schon Lettisch, die sind in die Kita und in die Schule Lettisch gegangen. Und mein Sohn hat entdeckt, dass Deutsche was Nominativ, Dativ 4 ja, sind. Und in Lettland sind 7 und in Finnland sind 12 oder 13. Und dann hat er das verglichen und sagt, Mama, das ist doch ganz leicht, deutsche Sprache ist viel leichter. Und die Kinder haben ganz schnell im halben Jahr, haben sie, natürlich haben wir erlaubt, Fernsehen gucken und dann zuerst haben sie noch nachgefragt. Und im halben Jahr haben sie gesagt, Mama, das klingt ganz anders. Die haben mich schon verbessert. Und ich dachte, wow, die gehen schon und ich werde das irgendwie. Und weil ich im OP gearbeitet haben, als Anästhesie-Schwester, dann hat man immer vermummt und da muss man ganz wenig sprechen und das war auch mein vielleicht Vorteil, vielleicht Nachteil, aber
ich musste nicht viel reden. Ich habe zugehört, ich habe mich gefreut, dass ich einen Arzt in der Nähe habe. Ich habe nicht die große Verantwortung. Nur aber wenn ein russischer Patient mit goldenen oder silbernen Zähnen da lag, dann schrie sie: Schwester Olga. Und, oder ich komme rein und sage, dass wir können mit dem Russisch sprechen. Woher wissen Sie das? Ich sage, gucken Sie mal, der hat den Mund aufgemacht. Das ist ja voller Silber oder voller Gold, dann kann man das auch gleich erkennen. Ja, ich habe heute einen echten Samovar mitgebracht, aber das ist nicht nur von ganz, ganz früher, wo das aus Kupfer gemacht war. Es ist schon wahrscheinlich in 50er Jahren so gemacht. Und erinnere ich mich, wir sind in Steppen, die Russlanddeutsche hatten natürlich tief in die Steppen, das ist nicht weit von Kosmodromen, wo die ganze in Aal schießen und fahren. Und da hat man keinen Strom, ich bin geboren, wo kein Lämpchen und nichts war. Und dann hat man so einen Samovar gehabt und das war ein sehr, sehr wichtiges Teil für jeden Haushalt. Da konnte man immer Tee kochen, Eier kochen und wenn man selbstgemachte Nudeln hat, da konnte man mit diesem heißen Wasser auch die Nudeln anbrühen, ein bisschen Pfeffer. Es ist nicht die chinesische Nudel, sondern selbstgemachte andere und dann war das eine Mahlzeit schon. Und ab und zu machen wir im Sommer so einen asiatischen Abend mit stark angebrühtem schwarzen Tee. Und backen dann noch was, auch so halb asiatisch, halb russisch, halb ukrainisch, weiß ich nicht. Wir haben ja die Nationalitäten von der ganzen Welt. Und dann freuen wir uns und das riecht so schön nach Holz, weil drin kann man ja das Feuer machen oder aufheizen und rundum kocht dann das Wasser. Nun so, wenn man älter wird, hat man sowieso ein bisschen Nostalgie zu dem, was vergangen ist, was man nicht zurückbringt und Gott sei Dank haben wir auch meistens gute Erinnerungen. Das Schlechte vergessen wir oder vielleicht war das gar nicht so schlecht wie bei unseren Eltern. Nun, und solange wir noch alle zusammenhalten, machen wir das auch gerne. Eigentlich ist das sehr, sehr einfach, obwohl, wenn man anschaut, denkt man, wo ist hier Feuer, wo kann das warm sein. Aber dieses große Behälter, dieser runde, ist voller Wasser, aber in der Mitte ist ein Rohr, das rauskommt aus diesem Samovar raus. Und in der Mitte schmeißt man dann die ganz kleinen Holzstückchen oder Kohlen, wenn man Kohlen hat. Und das brennt da drin. Und rundum heißt, wärmt sich das Wasser auf und dann kocht das. Aber das passiert sehr, sehr langsam. Und obendrauf stellt man dann noch auf diesen Rohr, das rauskommt, stellt man dann noch eine Teekanne drauf, wo man schwarzen, starken Tee anbrüht. Und dann macht man diesen Aufguss zuerst und das Wasser kocht dann langsam. Aber man muss immer aufpassen und immer wieder da was reinschmeißen, dass es brennt. Dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Nur wenn Kohlen drin sind, dann ist das viel, viel länger heiß und kocht auch viel, viel länger. Und das ist so schwer massiv, dass das Wasser sehr, sehr lange heiß bleibt. Und wenn du das alles ausgegossen hast und nachgießt, sagen wir, bis zur Hälfte was, dann kocht das auch wieder. Und dieser schwarze Aufguss vom schwarzen Tee steht dann auch sehr lange. Ich habe mal gehört, dass in England man trinkt Tee mit Milch. Aber das kam, ich weiß nicht, wo das aus England kam, aber das kam aus Asien, weil da trinkt man keinen schwarzen Tee ohne Milch. Und die Milch ist dann auch aufgewärmt. Milch. Und zuerst gießt man Milch, dann schwarzen Tee und dann Wasser. Aber wenn du das falsch gemacht hast, dann wirst du nie heiraten.